So, da sind wir wieder zu der wunderschönen Maiklo Let's Play. So, der wird mal sagen, kümmern wir uns jetzt mal ein bisschen um die Inneneinrichtung. Zuallererst ein Bett. Bett würde ich, wie gesagt, auf der Ebene hier machen. Da hat man den schönsten Ausblick. Haben wir schon ein Bett? Nee, ne? Nee, das heißt, wir müssen uns ein Bett bauen. Habe ich die dazu nötigen Materialien? Nein. Gut, das heißt, wir werden erstmal ein bisschen auf Materialsuche gehen. Wir brauchen Wolle. Ich habe auch keine Baumwolle. Scheiße. Was? Nee, Schnee. Schnee bringt uns ja mal gar nichts. So, das heißt, wir haben. Oh, Glas. Wir haben. Also, wir brauchen für unterwegs natürlich auf jeden Fall noch Verpflegung. Wisst ihr was? Ich schmeiß die Dinger hier erstmal in den Ofen und mache mir daraus einen schönen Salat. Und dafür brauche ich aber, glaube ich, gebratene Kartoffeln. Genau. Das heißt, was kann man verbrennen? Leider kann man unter Mindclone, glaube ich, nicht so viel verbrennen wie unter Mindtest. Unter Mindtest kann man ja eigentlich nahezu alles verbrennen, was irgendwie aus Holz besteht. Jetzt weiß ich nicht, ob das unter mein Klon auch funktioniert. Wir versuchen es einfach mal. Schmeißen wir die Kartoffeln rein. Setzen wir das unten rein. Das funktioniert schon mal. Sehr schön. Dann das nächste ist die Leitern. Warum blitzt da oben immer das Buch auf? Jetzt ist es da. Jetzt ist es wieder weg. Macht das Sinn? Glaube nicht. Okay. So, dann backen wir uns mal ein paar schöne Kartoffeln hier. Tja, mal gucken, wie lange die Türen noch reichen. Wahrscheinlich auch nicht allzu lange. So, haben wir noch mehr aus Holz, was wir verbrennen können? Ein Buch. Ein Boot brauchen wir. Na oh, gut. Dann nehmen wir denn die Holzkohle. Wie gesagt, die Frage ist, ob das Buch überhaupt funktioniert. Nee, Bücher kann man nicht verbrennen. Na gut, dann also doch die Holzkohle. Wozu haben wir ein Buch? Verstehe ich gerade gar nicht. So, sehr schön. Dann machen wir uns erstmal direkt ein paar. Na. Wie geht denn das? Salad? Nein. Das Wort wäre auch zu einfach gewesen. Wie war das? Wo war das? Was war das? Was ist was, TV? Nee, der andere davon bitte. Das hier. Da. Hä? War mit. Das war Pilze? Och nö, man kann. Dann war das unter mein Test mit dem. Och Mann, der ist doch jetzt bescheuert hier. Ja, gut. Können wir das auch an der Stelle einfach mal abbrechen? Pilze, wow, da habe ich. Ich bin kein Gott. Wenn ihr jemanden anbeten wollt, fragt J.K. Ich bin kein Gott. Wenn ihr jemanden anbeten wollt, fragt J.K.1. Ja, ich hab ein paar neue Sprüche da oben noch mit reingekloppt. Ja, gut, ganz ehrlich, gut, dann kann ich die ganzen Sachen noch einfach mal mitnehmen. Weil eben, wenn ich die eh nicht irgendwie mixen kann zu einem leckeren Gericht, dann kann ich das auch einfach direkt sein lassen. Dann nehme ich die paar Bratenkartoffeln mit. Die nehme ich auch noch mit. Und das war's dann. Okay, das heißt, wir machen uns jetzt erstmal auf eine schöne Tour. Und suchen Wolle. Ich kann auch mal das Feld hier abernten.
Scheiße. Sorry. So, dann würde ich mal sagen, das Wichtigste sind Kartoffeln. Ups. Olive André, kann hier noch ein bisschen ein paar Mohrrüben rein. Easy. Mal gucken, wie lange das Zeug braucht zum, ups, zum Wachsen. Okay, jetzt müssen wir irgendwie nach unten kommen. Nehmen wir am besten den Weg hier. So, ich habe ein Messer dabei. Ich habe eine Axt, die ich wahrscheinlich nicht brauchen werde. Schuhe brauchen wir eigentlich auch nicht. Was brauchen wir alles? Eigentlich wollen wir nur Wolle sammeln. Das heißt, wir bräuchten eigentlich gar nichts. Außer halt Nahrung. Hold on, easy. Dann gehen wir mal auf eine kleine Stücke Tour. Au. Steißbein gebrochen. Ein Lama hier? Was ist denn hier los? Droppen die irgendwas? Ach, Leder. Oh ja. Immer her damit. Haben gerade eh nichts Besseres zu tun. So, Dschungel. War in die Richtung Dschungel? Nee, die, da hinten war ein Dschungel, oder? Da ist ein Haus. Da hat jemand ein Haus gebaut. Ui. Moment, war es da schon die ganze Zeit? Warte mal, ist das... Hä? Ist das hier Harrys Insel? Kann das sein? Mini-Minaut. Ah, okay. Wow. Also einer der neueren Spieler. Nice. Oh, ich glaube, ich muss Mini-Minaut ein bisschen mehr aufs... Ah, ne. Hängt nur ein bisschen hinterher. Wow. Dachte gerade schon. Also, Mini-Minaut, wenn du das hier siehst, schickes Gebäude. Können wir mal kurz reingehen. Oh, was ist das hier? Schick, schick. Stimmt, ich habe hier die Protection immer drauf. Ah. Wird braucht er eigentlich gar nicht, weil er ist ja hier auch, ne? Also der Bereich ist ja sowieso schon protected. Da muss er die Küste nicht noch zusätzlich protecten. Kann aber sein, dass er aus der Mindtest-Welt kommt, weil bei Mindtest gilt das nämlich nicht. Da musst du normale Kisten sind immer unprotected, selbst wenn sie in der Area drin sind. Die musst du separat nochmal protecten. Wahrscheinlich hat das deswegen hier gemacht. Ja. Schick, schick. Schickes Gebäude. Nice. Vor allem auch so schön mit mehrfarbigem Holz. So eine Art Muster auf dem Fußboden. Oh wow, da fehlt schon wieder Wasser. Wasser, kein Wasser. Wasser, kein Wasser. Wasser, kein Wasser. Okay. Vor allem schöne Aussicht hier. Was ist hier los? Oh. Was zur... Achso, das ist ein Vollglasblock. Das hier ist keine Ahnung was. Warum das hier... Wahrscheinlich, weil es damit connected automatisch. Warum hat er denn hier so eine so ein kleines Ding genommen und hier so eine Vollblöcke? Hm. Wer weiß. Alter. Wie so eine richtig kleine, alte, feine Burg. Da hat man ja auch so eine Tür so aufs Dach. Schick, schick. Ist auch noch eine Treppe. Wo führt die hin? Achso, auch nochmal zum Hauptraum hier. Nice, gefällt mir. Und hier geht's zum, geht's hier auch zum Spawn.
Nether, Bergfest, Burg Neusch. Alter. Ja, ja. Mini Minout ist einer der aktiveren Leute in letzter Zeit. Also der ist fast immer on. Und man sieht auch, der hat schon ganz schön viel gebaut. Gut, das meiste sind Minen. Also hier Nether, Mine 2, Nether, Nether, also Nether 2, Nether 3, Mine. Mini Home. Oh. Oh. Wie? Hübsch, hübsch. Alter Schwede. Sieht schon nicht schlecht aus. Ob das hier irgendwo direkt am Spawn ist oder ob das weiter weg ist? Gute Frage. Gefällt mir. Gefällt mir echt gut. Okay, ich gehe ja schon. Was? Das hier war es wahrscheinlich. Genau. Achso, Nether Erde. Also Nether weg. Kann man ja auch mit Kohleblock, glaube ich, machen, dass man so permanent Feuer hat. Vor allem das Schöne ist halt, ich habe halt die Feuer deaktiviert, das heißt, er kann es hier auch direkt nah am Holz bauen. Was ansonsten ein bisschen gefährlich wäre, weil ansonsten hier alles Feuer fängt. Wenn man das Holz zu nah baut. Ist aber hier zum Glück deaktiviert auf meinem Server. Das heißt, Feuer macht A keinen Schaden und breitet sich B nicht aus. Wobei mit dem Ausbreiten weiß ich gerade gar nicht. Doch ausbreiten tut es sich trotzdem. Nur halt, es zerstört halt nichts. Also es verbrennt nichts. Aber ausbreiten tut sich Feuer, glaube ich, trotzdem. Wie sich, egal, keine Ahnung. So, da oben ist Dschungel. Da wollen wir hin. Da ist auch Dschungel. Ich würde mal sagen, hier kann man nicht hoch, da sich nun von Aufstieg. Das heißt, wir gehen da hinten hin. Wir hätten unser Boot mitnehmen können. Haben wir aber nicht. Danke dafür, die Intelligenzbestie namens Ronny. Ja, wir sind auch direkt auf den Grund des Boots. Nick-Bewegungsmodus aktiviert. Oh, was ist denn da für ein Tier? Es ist ein Esel! Ein Jesus-Esel, es kann auch auf dem Wasser laufen. Nichts gedroppt? Schade. Kohle. Können wir eigentlich direkt mal mitnehmen? Ach komm, lass mal hier. So, da geht's wieder nach Hause, denke ich mal. Und wir müssen aber erstmal hier hoch. Ich dachte, die fallen immer nach einer Weile ab. Doch nicht? War mir eigentlich so? Doch, die verschwinden nach einer Weile. Okay. Der ist nämlich gerade verschwunden. Den habe ich nicht angeklickt. So, wir brauchen. Ups, war das? Warum machen wir die ganze Scheiße mal hoch? So. Okay, das wird glaube ich nichts. Hier kriegen wir nur normale Saatgut raus. Ja, hier kriegen wir nur normale Saatgut raus. Mist. Wir müssen also doch in einen etwas tieferen Dschungel. Wo dieses richtige Dschungellaub wächst. Also diese Dschungelblätter. Also das ist ja so. Ach, da hinten ist ein dichter Dschungel. Zumindest sieht es so aus. Ich habe Kakao gefunden. Wobei Kakao haben wir ja zu Hause. Bei uns in der Hütte. In der Kiste. So. Hier haben wir einen etwas dichteren Dschungel. Vielleicht kommen wir hier auch ein bisschen
was anderem ran. Azilez the One. Okay, Azilez the One, come on. Hä, ich wechsle auch bald das Zeug. Hä? Bin ich gerade bescheuert? Ups, nein, nicht runter. Ich wollte. Nein, nein, nein. Hä? Müsste im Dschungel nicht was anderes wachsen? Etwas, woraus wir dann auch Zeug bekommen? Also hier, sag schon. Na halt, hier, dieses ganze Baumwolle und so. Aber hier wächst überall nur das normale Gras, woraus wir halt, ja, nur Saatgut bekommen. Hi! Tja, da wäre dann die Frage, wie kommen wir noch mal an Baumwolle ran? Oh, hier geht's ein bisschen. Oh, das ist auch schon ausgeleuchtet. Nice. Die Frage ist also, wo kommen wir hier? Da hinten ist ein Feld. Oh, da wohnt jemand. Das war jetzt ein Feld. Wie kommen wir hier an Wolle ran? Ja, wegen dem Bauwettbewerb, das ist so eine kleine Aktion von JJK1. Bin ich gerade gar nicht mehr einer. Das geht aber, glaube ich, erst nächstes Jahr los oder sowas, oder? Ich krieg gar nicht. Also, jetzt dieses Jahr ist ja. Ach, keine Ahnung. Die hat da irgendwie JJK1, er hat da irgendwie sowas im Forum gepostet, dass er da so einen Bauwettbewerb geplant hat. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, was. Das, was der Sieger bekommt. Ocelot. Ha. Ossis Cave. Oh. Schick, schick. Nein, wir brauchen Wolle. Das gibt's doch gar nicht. Okay, machen wir anders. Wir gehen nochmal nach Hause. Wow. Haben wir Gold? Geld? Ja, wir haben Geld und wir haben Gold. Aus Gold kann man, glaube ich, auch Geld machen. Ja. So. Dann gehen wir mal zum Spawn und kaufen ein bisschen was ein. Ah, komm mal Spawn, wir handeln. Na, wenn man Kraftteil verrät. Hast du Baumwolle? Fragezeichen. Brauche welche plus Saatgut dafür? Hab 28 Taler. Ich hab nur Bücher. Nee. Hab selbst eins, ohne es zu gebrauchen. Bücher haben wir, wie gesagt, also Bücher, ne? Was ist denn mit Bücher? Wir wollen keine Schriftsteller werden hier. So, dann gehen wir mal direkt zum Spawn. Dann gucken wir mal, ob hier irgendwie mal was ist. Da hinten sind ja, ne, so ein paar Märkte. Wow, Alter.
Ich gehe nach Kronia. Hast du eine Spitzhacke? Meine ist fast tot. Schon weit im roten Bereich. So, hier ist der alte Markt. Ich weiß gar nicht mehr, inwieweit der jetzt noch in Betrieb ist. Hä? Schon weit im roten Bereich. Wow. Roten. Hat er mich gerade versucht anzugreifen? Da stand gerade. No PvP in this area. Das heißt, sie hat gerade versucht, mich anzugreifen. Eine kleine verfickte Piep. Ja, super. Das heißt, wir müssen darauf aufpassen, dass wir im Protected-Bereich bleiben, weil die Alte darauf aus ist, uns viel zu tun. Eine kleine dreckige Bitch. So. Hä? Wo bin ich hier gerade? Bin komplett falsch. Ich wollte doch zum Markt. Also das ist auch ein Markt, aber das ist nur ein rein optischer Markt, ohne Funktion. Da vorne ist der Markt, unser Markt. Der Markt, der auch, wo man auch Sachen kaufen kann und verkaufen kann und alles. Hier zum Beispiel ist mein Markt, hier kann man Rüstung kaufen, Dia-Rüstung und so Scheiß. Aber für einen Preis, den wir noch definitiv nicht bezahlen können. Aber was ich eigentlich haben möchte, ist hier... War das hier? Hier waren Äpfel und Dingsabums da. Hier ist Pfeil und Bogen. Hier ist gar nichts. Auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Achso, ist von Mirko. Wo ist denn der von der K1? Dinge. Möbel, Farbstoffe, Steine und Holz? Was? Items von Monstern. Weiß ich gar nicht, ob es damit bei ist. Also jetzt war zumindest schon mal dieses Drinks. Da könnte man wohl draus machen. Tja, ansonsten. Ich brauche die Hacke. Nee, Alter, kannst du vergessen, dass ich gerade versucht anzugreifen. Von mir kriegst du gar nichts mehr. Du kleine, dreckige Dude. Okay, Blumen und Leder. Nee, wir brauchen kein Leder, wir brauchen... Ach, Mann. Ich brauche bloß ein bisschen Baumwolle. Weitere Items auf Anfrage. Na, frage ich mal. K1. Kannst du mir Spaß? Nee, ist ja gar nicht on. So. Das heißt, wir haben ein kleines Problem. Wir kommen nicht an Wolle ran. Aber wir wollen Wolle. Okay. Der war schlecht, ich weiß. Gut. Das heißt, jetzt weiß ich nicht, ob irgendwo noch Angelucci. Angelucci. Angela, Jalabiala, Shalala. Ha, auch ein neuer Tipp von mir. Es ist nicht schlimm, wenn ihr dreimal von vorne anfangt. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. So. Was? Genau. Gut. Wir müssen gucken, wo wir hier an die Klammer vorankommen. Der Baumwolle. Weiter hinten, da hinten irgendwo in die Richtung, hat JK1 einen richtig großen Markt gebaut. Ich weiß gar nicht, führt da auch ein Travelnet hin? Ne, das ist News und so. Ich sollte öfters mal das Travelnet benutzen. Das Problem ist halt, wenn ich on bin, bin ich halt immer als Administrator on und brauche ich kein Travelnet. Von daher habe ich keine Ahnung, welches Travelnet hier wohin geht.
Deswegen, wenn irgendjemand bei mir irgendwelche Anfragen stellt, wie ein TravelNet bauen oder irgendwas vernetzen, leite ich den immer ganz freundlich zu JK1 weiter, weil TravelNet, ich habe keine Ahnung, wo hier was hingeht. Ja, von daher. Ich werde jetzt einfach mal die Beine in die Hand nehmen und manuell hingehen. Ach komm. Ich will doch nur durch. Scheiße. Oh. Okay, weg von den Bäumen. Weg von dem hier, überall weg. So. Danke. Oh, hier ist wieder Wildnis, heißt also PvP ist wieder aktiviert. Ah, wir müssen also aufpassen, dass uns diese komische Adley nicht erwischt. So, hier ist ja unsere alte Let's Play-Hütte. Hatten wir hier Kacke. Also hier, diese Kacke. Sowas wie Kacke. Bomben und so. Müssen wir eigentlich gehabt haben. Exo ist eine K-Pop-Band. Ich weiß. Da war die Tür. Baumwolle. Was wir brauchen, ist Baumwolle. Und zwar nicht gerade wenig, sondern im Gegenteil eher ganz viel. Oh, wir hatten hier Diamanten. Wow. Und wir hatten ganz viel Taler. Wow. Da wäre ein bisschen Faden. Oh, hier hatten wir keine Baumwolle gehabt. Alter, was ist los? Oh, wo ist denn diese Äste hin? Bin ich schon so weit weg vom Spawn, dass ich sie nicht mehr sehe? Scheint so. Die ist weg. Ja. Dann bin ich schon so weit weg vom Spawn, dass ich sie nicht mehr sehe. Lol. Der Vorteil daran ist, sie sieht mich dann auch nicht mehr. Ich bin in Konya. Dann sei doch da. Ich trau dem Ding nicht mehr. Der hat mich versucht zu schlagen. Die wird garantiert töten. So. Ja. Das sieht ja wunderbar aus. Na gut, das heißt, wir gehen mal weiter. In die Richtung, wie gesagt, da müsste JK1 neuer Markt und so sein. Oder der müsste da nicht nur sein, sondern der ist da. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Die Folge ist jetzt schon wieder von der Zeit herum. Von daher. Ja, machen wir das in der nächsten Folge, wie gesagt. Nein? Genau. So, schon mit V.